Wir sehen hier ein Bild von Louis Koch. Es heißt Young Monks Practice. Hier drauf zu sehen ist ein Tisch im Himalaya in einer Hütte, an dem man sich getroffen hat. Aus Brotteig ist eine mathematische Lösung dargestellt. Man sieht auch noch die Serviette und die beiden Tassen von den Leuten, die sich hier getroffen haben und zusammengesessen haben. Das Bild ist einfach ein sehr archaisches Bild, sehr einfach gehalten und trotzdem sehr ausdrucksstark. Dann haben mich gleich die Zahlen auf diesem Bild interessiert. Es ist eine mathematische Knobelei. Und da ich ja Mathematik studiert habe, hatte ich da auch gleich ein Interesse dafür. Und von dem Titel her, der verrät es schon ein bisschen, habe ich dann gehört, der Fotograf war auf einer Trekkingtour in Tibet und hat auf einer Hütte einen Mönch getroffen und die sind ins Gespräch gekommen und haben dann wohl auch über mathematische Lösungswege gesprochen. Und dabei stellte sich raus, dass dort ganz anders gerechnet wird, auch wenn man zum gleichen Ergebnis kommt. Und das fand ich eben auch sehr spannend. Ich habe selbst schon mal eine Trekkingtour auch im Himalaya gemacht und bin auch dort von Hütte zu Hütte gewandert. Und das war natürlich nochmal eine Übereinstimmung, die dann sehr gut gepasst hat. Was mich bei dieser Rechnung insbesondere fasziniert hat, ist, das sagt auch der Titel von dem Bild schon ein bisschen, die Praxis des Mönchen. Hier sieht man, dass eine Rechenaufgabe in dieser Kultur ganz anders gelöst wird als bei uns. Die Aufgabe lautet eigentlich 100 minus 16 mal 6. Das würden wir ausrechnen, 16 mal 6 ist 96, von den 100 abziehen und dann wären wir bei 4. Hier sieht man, dass diese Rechnung in Einzelschritte zerlegt wird. Das heißt, es wird erst die 6 mit der 10 multipliziert, also 60 von der 100 abgezogen. Dann wird die 6 mit der 6 multipliziert, die 36 von der 40 abgezogen und man ist auch bei 4. Und was ich wieder total spannend finde in der Mathematik überhaupt und hier auch wieder sich mystisch zusammenfügt, unsere Rechnung mit der 96 taucht in der kleinen Rechnung wieder auf. Hier allerdings als Kontrollrechnung, habe ich richtig gerechnet. Das heißt, 16 mal 6 ist 96 plus dem Ergebnis 4 und ich bin wieder beim Ausgangswert 100. Und das finde ich irgendwo das Faszinierende auch in der Mathematik. Es gibt eine Lösung, aber ganz verschiedene Wege dorthin zu kommen. Das drückt dieses Bild aus und das ist ja auch etwas, was uns in vielen anderen Dingen im Leben begegnet. Es gibt immer ganz verschiedene Wege, um zu einer Lösung zu kommen.